Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute ist die Proxox-Version 5.4 veröffentlicht worden und wie in den vorigen Versionen schauen wir einfach mal gemeinsam auf die neuen Release-Notes. Viel wurde nicht geändert, es sind aber auch heute wieder einige Punkte, die ziemlich cool sind, die auch für unser Homelab betreffen, gerade für uns hier in Deutschland, die ja ein bisschen mehr auf Stromsparen achten müssten als vielleicht in anderen Ländern. Es sind so ein paar technische Kleinigkeiten. Es wurden einige Versionen geupdatet. Das neue System basiert jetzt auf Debian 8. Der Kernel ist immer noch 4.15.18. GEMO LXD-Version sind geupdatet worden und ZFS on Linux genauso. Spannend wird es aber in Punkten, die zum Beispiel das Wake on LAN über den Cluster hinweg ermöglichen. Heißt, baut ihr euch einen kleinen Cluster auf, der ja durchaus auch mit nur zwei potenten Hosts sein kann, plus einem Raspberry Pi als sogenanntes Quorum, könnt ihr zum Beispiel einen Server immer nur dann per GUI und so weiter starten lassen, wenn ihr zum Beispiel das Backup braucht oder für ein Failover und ansonsten kann die Kiste aus sein. Per Default werden ab jetzt LXC-Container immer unprivilegiert erstellt. Das ist ein extrem großes Security-Plus, weil die meisten von euch werden immer privilegierte Container erstellen. Und damit ist natürlich immer die Möglichkeit, aus der Anwendung direkt auf den Proxmox-Server per Root zuzugreifen. Und das ist mit unprivilegierten Containern nicht möglich. Dazu sei aber gesagt, dass einige von den Turkey-Templates privilegierte Container benötigen. Dann müsst ihr also mal aufpassen, je nachdem, wie die Software entsprechend installiert ist. Sehr spannend ist, dass man jetzt auch den Suspend-Mode, Suspend-to-Disk in dem Fall, für virtuelle Maschinen hat. Heißt, ihr könnt diese in den Ruhezustand bringen, euren Cluster oder euren Host neu starten, zum Beispiel nach einem Linux-Kernel-Update und könnt daraus direkt weitermachen. Das System muss es natürlich unterstützen, das ist immer so die Hauptsache, also nicht jedes System ist Suspend-to-Disk-fähig, aber wenn das zum Beispiel in Windows ist, ist das ja kein Problem. Und dann könnt ihr direkt aus dem Speicherzustand sozusagen weitermachen. Dazu kommt, dass jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung nativ direkt in Proxmox eingebaut ist. Ich habe da ja vor einiger Zeit schon mal ein Video drüber gemacht. Ihr könnt also euch da oben einfach mal die alte Version angucken. Zu der neuen werde ich sicherlich in der nächsten Zeit auch nochmal ein Video veröffentlichen, wie das dann zukünftig funktioniert. Zudem kriegen die Chemo-Gäste, also die virtuellen Maschinen, mehr Möglichkeiten, konfiguriert zu werden. Und zwar könnt ihr zwischen dem Maschinentyp auswählen. Da gibt es zwei verschiedene. Einmal den alten und einen etwas neueren. Das führt jetzt hier ein bisschen zu weit, das genau zu erklären. Könnt die Firmware auswählen, ob ihr das BIOS haben wollt, UEFI direkt aus der GUI jeweils heraus und könnt SCSI-Geräte bzw. SCSI-Controller direkt verwalten. Das Ganze war vorher nur möglich, wenn ihr das Ganze in der Config-Datei editiert habt und jetzt entsprechend auch in der GUI. Dazu kommen noch ein paar kleine Bugfixes und Haufen kleiner Verbesserungen und so weiter und so fort, wie das eigentlich immer beim Software-Update ist. Also ganz spannend. Ich habe es jetzt schon installiert, natürlich jetzt erst seit einer Stunde oder zwei Stunden im Laufen hier. Noch ist natürlich nichts aufgetreten irgendwie an Fehlern. Mal schauen mal, was irgendwie in der nächsten Zeit passiert. Die Leute, die mal ein bisschen ängstlich sind mit dem Updaten, warten am besten noch zwei, drei Wochen. Da sollten, wenn Bugs drin sind, die ersten gefixt sein. Aber Early Adapter wie ich sind immer früh mit dabei und riskieren halt auch mal, dass das System nicht läuft. Dafür gibt es ja Backups. Solltet ihr noch Fragen irgendwie dazu haben, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann in einem meiner nächsten Videos. Bis dann, danke und ciao, ciao.